Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Mrs. Harris und das Kleid von Dior. In diesem Film geht es um Ada Harris, gespielt von Leslie Manville, die zum Beispiel schon für Oscars und British Academy Awards nominiert wurde, die man zum Beispiel kennt aus Maleficent und Romeo und Julia aus dem Jahr 2013 und ihrer besten Freundin Vi, gespielt von Alan Thomas, die man zum Beispiel kennt aus Johnny English Reborn, Basic Instinct 2. Sie beiden leben im London der 1950er Jahre, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Mrs. Harris ist eine treue Seele, verlässliche Person, die als Reinigungskraft bei verschiedenen Leuten alles in Ordnung hält. Sie ist aber momentan alleinstehend, da ihr Mann aus dem Zweiten Weltkrieg noch vermisst wird. Aber sie hofft immer wieder, dass ihr Mann noch zurückkommt. Von daher lässt sie sich momentan auch auf nichts anderes ein, außer arbeiten und dann mit ihrer Freundin Vi ein bisschen auf den Putz hauen. Aber sie hofft insgeheim immer, dass ihr Mann zurückkommt. Bis eines Tages sie ein Kleid sieht bei einer Kundin. Und sie davon träumt, dieses Kleid tragen zu können. Das ist ein 500-Pfund-Kleid, was damals wohl extrem viel Geld gewesen sein muss. Und sie wünscht sich, so ein Kleid jemals tragen zu können. Aber als Reinigungskraft ist wahrscheinlich damals wie heute, da verdient man ja nicht viel. Abgesehen davon, dass man nicht den Respekt teilweise erhält, den man haben sollte. Und sie beschließt, jeden Cent umzudrehen, zu sparen und so weiter. Eines Tages kommt jemand vom Militär zu ihr und sagt, dass ihr Mann jetzt nicht mehr als vermisst, sondern als gefallen zählt, weil ein Ring von ihm gefunden wurde, irgendwo in Polen, und somit sie eine Witwenrente bekommt. Und über die Jahre ist da einiges zusammengekommen. Somit ist das Kleid für sie natürlich in greifbarer Nähe gerückt und sie lässt alles so ein bisschen zurück und fliegt nach Paris, um sich ihren Traum zu erfüllen. Aber da gibt es dann doch die ein oder anderen Stolpersteine. Ja, ich muss sagen, der Film ist sehr interessant. Also das ist jetzt wirklich ein Film mit einem schönen, ruhigen Erzähltempo. Man nimmt sich Zeit für die Charaktere, vor allen Dingen für Mrs. Harris nimmt man sich Zeit. Es ist alles ruhig gehalten, schön wird man durch diesen Film durchgeleitet. Es macht wirklich Spaß. Es ist ab und zu mal ein bisschen hektisch, kurzzeitig, aber der Film ist super. Die Charaktere sind wirklich super. Die Schauspieler sind super. Das ganze Bühnenbild, die ganzen Sets sind super. Sehr super, was sie da abgeliefert haben. Also, ich wusste jetzt nicht, was ich von dem Film halten sollte. Mir ist erst kurz bevor ich den Film gesehen habe, hat man mir erst gesagt, dass das eine Neuauflage ist, denn der Film war 1982 schon mal gedreht worden oder beziehungsweise veröffentlicht worden. Aber jetzt ist es eine Neuauflage und ich muss sagen, ich kann die beiden Filme nicht miteinander vergleichen, weil ich den Film vorher nicht gesehen habe, den alten Film. Aber ich denke mal, so wie der Film da ist, der ist schon gut. Der ist verdammt gut. Also wenn man jetzt wirklich mal auf einen etwas ruhigeren Film steht, mit keinem Puff, Peng, Buff-Terre und alles Mögliche, dann sollte man sich den Film wirklich mal angucken. Also ich sag mal, die Story ist natürlich relativ einfach gehalten, aber es muss nicht 25.000 Sachen passieren, um einen guten Film zu machen. Manchmal kann man auch wirklich einen geerdeten Film machen mit einfachen Sachen, wo man einfach dann sich in diese Person auch einfach hineinversetzen muss und kann. Und das haben die wirklich gut umgesetzt. Also das muss man sagen. Auch was sie sich da für Mühe gegeben haben, das London der 1950er Jahre so gut wie möglich nachzubilden. Auch mit diesen alten Autos und das alles. Das war schon gut. Das hat echt Spaß gemacht, sich diesen Film anzugucken. Gerade Mrs. Harris ist auch wirklich ein extrem interessanter Charakter. Also, die ist eine treue Seele, manchmal auch zu treu und zu lieb und zu hilfsbereit. Aber die kann auch schon mal ein ganz schöner Wirbelwind sein. Also, die bringt da manchmal die Leute schon richtig auf Trab, wenn sie da so ein bisschen ihr da
nicht entgegenkommen wollen. Also das ist schon gut gemacht. Also es hat Spaß gemacht, sich diesen Film anzugucken. Und welche Bewertung ich diesem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir auch wieder. Also der Film ist wirklich gut. Der Film ist super. Also das Ganze drumherum passt. Die Charaktere sind super gemacht. Die Schauspieler sind super dafür gewählt. Also das nimmt man den Leuten also richtig ab. Überhaupt das alles jetzt so in dem 1950er-Jahresstil zu machen. Ey, das ist ganz große Sache. Das ist ganz großes Kino. Also ich muss sagen, der Film hat mich echt überzeugt. Und somit gebe ich den Film. Ja, zwischen 4 und 5 Totenköpfen, das hat er sich verdient. Das hat er sich wirklich verdient, der Film. Also echt super, was da sich für Mühe gegeben wurde. Die Leute, die Schauspieler passen da hundertprozentig in ihren Rollen. Und was da nicht alles da so für Dinge passieren, da fällt einem manchmal nichts zu ein, ey. Also super. Das war die Filmbewertung von Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.